Na, dann mal los. Die Stippvisite bei den Nachbarn. Zu denen, wo auch Sklaven mitnehmen können, oder? Wie zu denen, wo wir auch Sklaven mitnehmen. Wir brauchen die Seelen, also brauchen wir richtige Menschen. Ja, dann müssen wir hier hinten, da hinten hoch. Ja, hier rein, rechts rein, geht auch. Das sind alles Blaue, die hier rumhängen. Nö, sind da hinten durch auch noch Menschen, oder nicht? Nee. Sicher? Guck mal, ich hatte den verfluchten Hügel noch nicht. Das ist da hinten. Da, guck mal. Ja, da. Dann lass uns trotzdem mal hier durchgehen. Grafikfehler kann ich ja zum... überhaupt nicht leiden, ne. Können die mal stehen? Das ist ein Teil von den. Den Rüstung, ja. Genau. Für die Quest, für die Rüstung. Mir schwant da was. Sag mal, wo ist denn der Eingang nochmal? Da. Links. Oh, da ist er. Mit seinem Riesenmesser. Oha. Bleib im Rücken da dran. So. Aua. Ich will da frischen raus. Ich die Hucke voll. Doppelkopf. Tja. Wenn die Box nicht schon langsam die Grafik lädt.
verzeihen dürfen. Ja, sag mal, der hakt aber, ja. Ja. Komm, du Blauer. Bist eh hässlich. Ja, sag ihm das doch nicht. Ich glaub dir nicht mehr noch. Vorsicht. Blaubeer ist im Anmarsch. Blaubeer? Blaubeer. Captain Blaubeer. Der ist aber friedfertiger. Weißt du doch gar nicht. Ja. Hast du dich geheilt, bis er gerechnet hat? Hast du schon mal eine über eine Mütze? Oh oh, jetzt wollte ich aufpassen. Tot. Wann geh zurück? Ja, wie hab ich da? Bin ich da? Tue ich da. Gut. Wenn ich mein Menü öfter und stärker besser anladen würde, dann wird das auch alles angenehmer. Wo ist denn der jetzt? Ja. Aua, wo ist der hin? Immer da, wo er schlägt. Er ist so schnell. Aber nicht mehr lange. Meinst du? Jetzt haben wir einen. Was denn? Ja. So, was hat man von ihm gekriegt? Ich muss mal eben was nachgucken. Warte. Ich sage es dir sofort. In einem kleinen Momentchen. Der verfluchte Hügel. So, so. Wir haben von ihm bekommen Torgars Rezeptfragment. Genau, das ist Teil 1 für die Rüstung. Es liegt im Planquadrat B, Mitte 11. Nicht Mitte 11, unterhalb. Mitte B ist das. 11 und Mitte B, da liegt das Häuslein. Das ist eigentlich der verfluchte Hügel. Ja, aber da, wir sind ja in der Hütte drin, ne? Ja, aber das kannst du erkennen. Genau. Im Nahformat kannst du es erkennen. So, Markierung. Man sollte immer gut Heilung mitnehmen. Toll. Da er nicht ohne ist. Wolltest du die anderen zwei auch machen? Ja, das hat zu dem Schmied Zeit. Dann mal gehen, um das ja. zu lernen. Ja.
stehe draußen vor der Hütte und warte auf dich. Das ist schön. Ich stehe hier drin in der Hütte und suche den Ausgang. Ja. Da bin ich. Ja, ich sehe dich doch. Gut, dann lass mal zu der anderen Hütte gehen. Das nächste Stück dazu holen. Das sind nämlich drei Teile, die man da braucht, um die bei dem Schmied, bei dem blauen Schmied kann man auch sagen, um die Rüstung zu lernen. Wiederum die Rüstung nur im Tempel des Frosts gebaut werden kann, in der Schmiede. Hier wächst aber auch nur der Amitapilz hier. Hier wächst nur der Amitapilz. Ja. Du bist nur jetzt, wo du bist, ist nur unten. Guck. Oh, halb mir erschrocken. Höchste Hügelgräber. Da sind die nächsten zwei Hütten. Du hast Anhang. Das ist ein Feind. Ich meine ein Freund. Ein Fan meine ich. Der ist bei dir kleben geblieben. Ich habe was dagegen, wenn du dich mit fremden Männern abgibst. So. Bitte. Nummer 2. Oh, Seelen. Aufhören. Hast du ein Messer drauf dafür? Ja, ich habe ein Messer drauf. Habe ich ein Messer drauf? Habe ich ein Messer drauf? Die warten schon. Die gucken schon um die Ecke. Hilfe. Menschliches Herz. Okay. Eins, zwei, drei. In der Mitte ist der, der wichtig ist für das nächste. Was man braucht. Solltest du auch aufnehmen, weil du hast das andere auf, ne? Gebt mir eure Herzen, eure Kalten. Genau, dann guck mal in dein Inventar, was das Zweite war, was man dafür braucht. Ich muss erstmal die Herzen klauen. Die, komisch, die Truhe ist schon leer. Wie kommt das wohl? Dass das die Kiste leer ist, weiß ich nicht. Braucht einer einen Arm? Ein Arm? Muss es hier einen Händler geben, wo du die Sachen verkaufen kannst? Das brauchen wir auch nicht. Da ist es. Ja, das ist Thorgas Wappen. Ach ja. Ei, ich hab Besuch gekriegt. Ist der eingeladen? Nee. Dann schmeißen raus. Hörst du auf, jemanden auf meiner Frau rumzuschlagen? Das darf nur einer, das bin ich. Wie ey? Und dann gehen wir in die dritte Hütte. Gehst du mit mir jetzt in die Hütte? Aber erst müssen wir die freiräumen.
Ey. Ist auch wieder so ein blauen Klebstoff anhängen. Verbessert. Was? Die Waffenkampfart bei der Geißel und Menschheit. Bei Bosheit. Chaos und Bosheit, jetzt habe ich. Genau, ja, das ist, die Kurzhandwaffe. Aber es geht ziemlich weit diesmal. Ich mache meinen langen Stab aus. X. Was zappelst du da so lange um? So, und da in der Hütte haben wir eine Kiste, wo das dritte Fragment dafür da ist. Sagst du? Ja. Bist du sicher? Ich sehe es doch schon bei dir auf dem Bildschirm. Ich komme aber nicht da dran. Das Steuerkreuz lässt mich nicht nach unten gehen. Warte mal. Mal wieder nicht. Warte. Torgas-Notizen. Ein Manuskript. Torgas-Notizen. Ja, perfekt. Dann haben wir das nämlich auch schon mal. Dass wir in den ganzen Wochen nicht mehr hier hochgekommen sind, ja. Das ist einfach nur der Hammer. Ausgang zu finden in diesen Dingern manchmal, ja. Ein kleines Labyrinth. Bin schon am Ausgang. So. Ich bin überlastet. Kann nicht sein. Ich habe ein paar Sachen drauf. Ich muss anders skillen. Nein, ich muss anders skillen. Ich habe hier ganz anders geskillt diesmal. Lass doch diese Manierrüstung. Die haben wir da sowieso doppelt und dreifach. Was denn für eine Manierrüstung? Diese Ton-Eisendinger kannst du auch wegtun erst einmal. Ja, das ist mir alles klar. Nichtsdestotrotz. Viel schlimmer ist, die Kopfschmerztabletten helfen nicht. Die Kopfschmerztabletten helfen nicht. Das ist doch kein Wunder, wenn man hier immer einen auf die Glocke kriegt. Da kommt schon wieder der Nächste. Ich habe ihn doch gerade gesehen. Wo ist denn der jetzt hin? Ich habe den Howard gesehen. Da. Das ist rein hier. Hättest du ihn da gelassen. Warum? Warum soll ich denn hier mit zweierlei Maß messen? Der eine stirbt, der andere darf leben. Oder vor sich hin verwesen. So, dann gehen wir aus raus. Und gehen wir jetzt hier links rum. Gehen in das. Nee, gar nicht wahr, doch, ne? Hier. Hinterm Haus hoch. Ich weiß, wo mich da hin. Ist da was Neues so gekommen? Nein, ich weiß nur momentan nicht, wo du hin willst. Zum Schmied. Ich weiß momentan nicht, wo der ist. Der ist auf der anderen Seite wieder. Okay. Wir müssen jetzt hier runter.
Oh, schade. Man hätte es ja festhalten können. Und wir zeigen den Leuten mal, wenn die zugucken, wo hier ein Emotions war das, glaube ich, ne? Der kleine Insel. Auf der Insel mit zwei Bergen. Spucken. Nämlich ganz wichtig. Aha. Warte mal. Hier findet man auch die Kamin-Lotusblüte, wenn man sie braucht. In diesem Ecker hier. Was suchst du? Wir müssen jetzt hier hin, zu den Nüppelchen da. Und wir gehen mal bei dem Mann hier vorbei, der hier immer im Kalten rumsteht. Da steht ja auch Und so zwar was im Braga, Kalten. der Kämpfer. Wenn man über seinen Kopf hinweg guckt, dahinter ist der Obelisk, der auch auf diesem kleinen Hügel ein Baubuch beinhaltet, was man finden kann. So, aber jetzt wollen wir immer noch zum Schmied. Er wartet schon. Was sagst du so in deinem Jugendlichen Ja. Leichtsinn? Oh. Mir ist extrem kalt. Okay. Warme Mahlzeit dabei. Was habe ich denn für eine Rüstung an? Klar. Schutz vor Ansonsten habe Wärme. ich hier wärme Mahlzeit, glaube Nee, ich. alles gut. Das werde ich jetzt erst nur extrem kalt. Das werde ich schon überleben. Wo bist denn du jetzt? Halt mal ruhig, ich kann jetzt gerade bei dir nicht. Bist du schon um die Ecke rum? Muss man immer auf die Karte gucken. Dann müsste es vor mir schon sein. Ja, hier. Ah. Guck, guck. Wir gehen aber den Weg weiter, nicht da hoch. Insel mit zwei Bergen, tief im grünen Tal. So, da oben sehe ich schon die Hütte, nämlich. Hier bin ich schon. Oh, ich wollte gerade sagen, kann er nicht mehr springen. Was? Hat nicht reagiert. Da geht's zum Schmied. Müssen nur leider da Was? drüber Wie? springen. Wo? Was? Wie? Wer? War? Wo? Warum? Schatz, Ja? wo bist Wo? du denn schon wieder? Hier? Hier? Hier, guck mal hier, wo ich hopse. Ja, das ist, wenn du dich hinterm Strauch versteckst, wie soll ich dich denn dann finden? Und hopp. War ja klar. Es war ja klar. Super, ich krieg dafür die Hucke voll direkt. Oh. Mit A gedrückt halten geht das alles besser. Da oben ist der Eingang zum Schmied, aber wir müssen erstmal noch den Blauen da wegkloppen. Sonst gönnt er uns da nicht. Der da im Gebüsch steht. Er meint, man sieht ihn nicht, der Vogel. Ich bin überlastet. Wie kommt das bloß? Ja, ich weiß es auch nicht. Es gibt mir was ab.
Steine und so weiter. Das können wir zu Hause sammeln. Ja. Dann gehen wir mal zum Schmied rein. Das wäre er. Thorgard the Blacksmith. Wie man sieht, kann man dann die Schriftrolle der Asir-Rüstung kaufen. Mit diesen drei Sachen, die wir gesammelt haben. So, da ist die Schriftrolle Stolz der Asir. Genau, die wird einfach nur mit X benutzt. Und die Rüstung. Dann gehen wir gleich mal in die Rüstungswerkbank und können mal gucken. Kannst du nur simples Frost. Den Frostriesen. Ach ja, stimmt. Das war die in der Schmiede. In der Schmiede. Mhm. Da musst du dich dann auch erstmal durchschlagen. Da kommst du auch nur rein mit warmer Rüstung. Ja. Hahaha, ha, ha, weil du eine warme Rüstung brauchst nämlich da. Also musst du schon eine andere gute irgendwie gebaut haben. Oder viel warmes Essen. Wärmendes Essen, wärmende Getränke. Heilung viel. Jo. Mitnehmen. Weil die sind nicht nett. Hallo, Hugi. Auch einfach mal Hallo, Hugi. So, dann lass uns mal die Seelen. Wolltest du das drauf gehen? Ja, lass uns mal die Seelen weiterholen, damit wir den da hochgepult kriegen, also den Tempel. Hier bin ich. Die Rüstung ist scheiße. Ich brauche eine andere. Die ist auch Rüstung. Eigentlich nur was, ne? Ja, die Rüstung ist scheiße, ich brauche eine andere. Wenn es warm ist. Bist du da? Nö. Ich habe das Spiel verlassen. Ich spiele jetzt Tetris. Aha. Wetten? Wenn ich gewonnen habe, darf ich dich schlagen. Was denn? Kommt sie mit dem Zahnstocher an. Wie süß. Ich habe auch noch was Längeres. Kommt sie mit dem großen Zahnstocher. Wie süß. Weißt du, wozu ein Schild da ist? Da solche Zahnstocher nicht da durchkommen, mein Schatz. Da kannst du mit noch so langen Sachen kommen. Sind das immer noch die Amnetis-Armee, Amanita. Ja, hier oben findest du keine Bovisten. Amanita. Ich finde es nur im Süden. Komm, mein liebes Navi, lauf. Lauf, mein Navi, lauf. Ich weiß was. Jetzt kannst du über die Mauer luren. Ich kann gerade drüber gucken. Für dich war die tief genug, damit du ohne Stuhl drüber gucken kannst. Ruf. Versuch. So, in der Hütte, wo der jetzt rauskommt, ist auch ein Kochbuch. Ja, hier ist aber erstmal einer, den ich nicht sehe, sondern nur an seinem Lebensbalken. Schatz, hinter dir ist auch noch einer. Ein Geist, ich sehe den nicht. Ich sehe den aber. Voll. Kämpfe hier gegen Geister. Ja, das ist wieder Conan live und in Farbe. Ist der immer noch da? Ja, ist jetzt sehe ich ihn. Ja, ich sehe nur den Balken. Oh, guck mal, da ist er ja. Noch einer? Komm, wir können euch alle auf den Haufen legen. Wir machen das ordentlich, ne? Ich bin überlastet. Ich kann den Satz nicht mehr ertragen. Du bist ja mein kleiner Messi, der alles mitnimmt. Ich nehme gar nicht alles mit. Was habe ich denn? Chemische Stahlschulterplatten. Fellharnisch. Na, fangen wir mal von unten da oben an. Da
Das brauche ich nicht, das brauche ich nicht. Das brauche ich nicht. Auch nicht. Hab ich auch genug. Weg. Nee, nicht weg. Nee, die brauchst du ja Sprengbrasen, für die Bonbon. Blasen. Ja. Brasenbladasen. Das braucht auch keine Sau. Das braucht auch keine Sau. Entschuldigung. Schiefer Rücken Schlüpflingpanzer. Schwefel. Salz. Pflanzenfaser. Das kann weg. Ja, Schatz, ich weiß den es. Den haben wir schon an der Wand. Danke, hängen. Dass du mir das alles vorsagst, aber ich weiß es auch. Ich wollte dir nur sagen, weil ich will nur einen Kopf diesmal von den aufhängen, jeweils. Schätzemaus, ich... Du bist niedlich. Ey, ist der Mist auf? Das habe ich gesehen. Was denn? Nicht was artig. Denn? Du hast mal artig mit dem Schwert einen drüber gezogen. Also, zuppig. So. Wieso hat er die gleiche Frisur wie ich? Ja. Ihr seht alle so ein bisschen gleich aus. Schmied 2. Achso, ich muss ja noch die. Ach, die Herzen rausnehmen. Ja, kannst du dann. Da kann ich auch machen. Du ein bisschen entlastet wirst. Wo habe ich denn das? Habe ich da eh mitgenommen, ne? Hast du den schon? Schatz. Nein. Warum komme ich denn jetzt an den scheiß Träger nicht dran? Liegt bei mir ganz woanders. Da, ich habe ihn. Witzig, ja. Das ist nicht witzig, das ist manchmal echt nervtötend. Wenn du die ganz töten würdest und häuten würdest, wäre ich dir sehr dankbar. Dann wären sie nämlich weg und würden nicht den Boden verdrecken. Da kommt noch was von hinten. Auf mich zu treten? Hey, mein Fleisch. Jetzt warte mal. Was hast du das jetzt genommen? Schon wieder. Nein, ich doch, kann sein. Ich habe genug Essen auf der Hand. Kriegst gleich was ab. Und du hörst hier auf, mit Fallen zu spielen. Das hat hier keiner erlaubt. Eine Kinderstube, ey. Unvorstellbar. Kein Anstand und kein Benehmen. Hab aber noch zu essen. Noch. Ich bin überlastet. Ey, was ich diesen Satz hasse, ja. Es ist unvorstellbar. Ja, bei den ganzen Knochen, die du gesammelt hast, abgetrennte Beine. Ja, was wir mal machen? Wir können uns Sklaven selber zusammennähen. Oh ja, das will ich sehen. Ja. Oh, jetzt habe ich den ganzen Sack aufgenommen. Warte mal. Muss ich jetzt nichts zu sagen? Nein, musst du nichts zu sagen. Dann ist ja gut. Schön, ja. Dann bin ich ja wirklich zufrieden. So. Wollen wir jetzt hier oben reingehen? Ja, du müsstest Franzi mal gleich Bescheid sagen, dass sie ihr Bett entfernen muss. Und zwar heute noch. Ich habe keine Lust, den Turm auf dem Server jetzt noch ein oder zwei Wochen mit rumzuschleppen. Oh, hier ist das Buch. Das. Ach ja, hier war ja auch noch. Kochspezialist 6. Kochspezialist 4. 4? Okay. 4. Koch 4 ist hier. Da ist Koch 4. 6 ist woanders. La 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 la. Da ist Koch 4.
Wenn ich überlege, dass ich bei dem letzten Charakter die ganzen Markierungen alles schon hatte, ich krieg mal, das ist einfach nur der Hammer. Ja. Auch du weißt dann irgendwann, wo alles auswendig ist. Das werde ich nie wissen, wo was auswendig ist. Never. So, hast du ja alles leer gemacht und geplündert. So, dann gehen wir hier rüber ans Häuslein, da ist eine Emosche. Genau, da ist ein Huhn. Bock, 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 bock. Da. Bock, bock, bock. Jo. Da wir das ja schon haben, sieht das aus. Wo ist denn das überhaupt? In welchem? Provozieren, grüßen, provozieren. Provozieren, das heißt, also, ich zeig das mal jetzt. Da. Das Huhn. Ach nee. Komm her, Schatz, ich mach dir das Huhn. Du machst mir das Huhn. Ich sehe aber mal wieder Conan-like bei mir auf dem Monitor. Toll, ne? Und hier. So, dann gehen wir mal gucken, wo das andere Kochbuch ist. Ins Kino gegangen. In der nächsten Frage, statt so bist du, dann sag ich das auch nicht. Frage ich auch nicht mehr. Hier im Dreck liegt das Buch. In dem zwischen den Bänken. Eingang, Bank, Buch. Und Geist. Geist tot. Ja, dann nimm ihn aus, wir brauchen das Herz. Der Koch 3. Werde ich beschossen. Da oben, hinterhältig.